News und Talks für Gebildete. Ja, geschätzte Milliardäre dieser Welt, natürlich auch gerne Millionäre und so weiter. Macht euch klar, der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft bringt uns alle um. Werdet ihr etwa 127 Jahre kerngesund und glücklich leben? Nein, schon unsere tödliche Medizin, die organisierte Kriminalität rund um die Medizin, wie es hier steht, wird euch umbringen. Und unsere Lebensmittelindustrie tötet euch auch. Und ihr seid auch, ja, wer von euch ist wirklich unabhängig von der alles zerstörenden Lebensmittelindustrie? Und wo gibt es wirklich noch saubere Böden, auf denen ihr gesunde Nahrung wachsen lassen könnt für euch selber? Das ist alles schon unwahrscheinlich geworden. Euer Leben wird zerstört. Peter Sawicki, also geschrieben Peter Sawicki, wurde im SWR gezeigt. Professor Peter Sawicki, das ist also einer der medizinkritischen Professoren in Deutschland, der beschrieb, da ging es dann darum in der Sendung vom SWR, dass der Blutdruck, also bei Blutdruck Medikamente werden verschrieben, eben weil sie Schaden und kränker machen und mehr Verdienstmöglichkeit schaffen. Wir haben keine Chance gegen diesen Filz aus Pharmaindustrie und Ärzteschaft. Zum Beispiel, wenn Sie Milliardär sind und Ihr Geld mit anderen Dingen verdienen, außer mit Pharmaindustrie und Medizinindustrie, dann werden Sie eben aber umgebracht im Rahmen des Kapitalismus in der sozialen Marktwirtschaft. Vorzeitig getötet, Ihre Kinder und Enkelkinder werden und Urenkelkinder werden vergiftet von der kapitalistischen Pharma-Mafia und Medizinmafia und so weiter. Und das tötet sie alle. Also stellen Sie sich an die Seite der zweiten Scientists for Future 2 und retten Sie gemeinsam mit denen Ihre Zukunft und die Zukunft aller Menschen auf dieser Erde sozusagen. Ja? Also wir können nur gemeinsam, nur helfen Sie mit, die Welt zu retten. Greta Thunberg und Fridays for Future machen bis jetzt noch keine Anstalten, wirklich die Welt ernsthaft retten zu wollen. Dann müssen Sie es vielleicht tun, ja, liebe Milliardäre und Millionäre dieser Welt, ja. So, also Professor Sawicki, SWR, Professor Peter Sawicki, SWR, also das ist, also da können Sie das nochmal nachlesen. So, schauen wir uns nochmal so ein paar Hinweise an. Ich werde das gleich auch noch beweisen, ne, ganz kurz wieder naturwissenschaftlich beweisen. Die Beweisführung der zweiten Scientists for Future 2 hier. Die Pharma-Mafia, the big Pharma-Mafia, und dann haben wir hier die Pharma-Mafia, wie die Regierung uns vergiftet, Doku, dann haben wir hier, einfach, ich habe nur mal so ein bisschen bei Google gegoogelt nach Bildern, mit gesunden, jetzt, das ist die Zentrale, da nähern wir uns schon der evolutionsbiologischen Welterkenntnis, ne? Naturwissenschaftliche Welterkenntnis beginnt mit solchen Sätzen. Mit gesunden Menschen lässt sich kein Geld verdienen, mit toten Menschen ebenfalls nicht. Das Geld liegt genau dazwischen, also in der Schwebe zwischen Wiege und Bahre oder so. Ja, genau, da ist das, das werde ich gleich erklären, vielleicht noch ein Bild. Ja, hier Impfen schützt die Pharmaindustrie. Na, genau, da ist ganz viel Wahres dran. Das sind schon so evolutionsbiologische Ahnungen, die schon in die Richtung dessen gehen, was die zweiten Scientists for Future 2 machen. Und vergesst nicht, die Ernährungsindustrie tötet uns genauso wie die Pharmaindustrie. Im Kapitalismus geht es nicht, gibt es nichts, was nicht über Leichen gehen kann. Nochmal der naturwissenschaftliche Beweis. Also hier haben wir jemanden, der nicht über Leichen geht, der also nicht
giftige Substanzen herstellt, zum Beispiel im Medizinbereich, die die Leute zu chronisch Kranken machen, also zu chronischen Dauerpatienten, die möglichst noch nicht so schnell sterben und noch möglichst lange die Chipkarte halten können, bevor sie dann durch die bedauerlichen Nebenwirkungen dieses Krankhaltens natürlich dann vorzeitig versterben und frühzeitig versterben. Also jemand hier, dieser Unternehmer macht das nicht. Und dieser Unternehmer steht in Konkurrenz zu ihm und macht genau das. Also er ist überzeugt, dass seine Medikamente gut sein, gesundheitsförderlich sein, richtig gut sein und übersieht, die gewinnbringenden Irrtümer in seinem Kopf, die also besagen, dass seine in Wirklichkeit aus den Kranken, chronisch Kranke machende, Dauerkranke, Dauerpatienten, Dauerkunden machende Medizin sozusagen, dass die, er glaubt wirklich und ist tief überzeugt und lehrt das all seinen Studenten an der Universität, dass das in Wirklichkeit nicht so sei, sondern dass diese in Wirklichkeit Dauerpatienten und Dauerkunden herstellende Medizin in Wirklichkeit total gesund sei. Davon ist er ganz tief überzeugt. Das glaubt er, wie man nur einen Aberglauben glauben kann. Ja? Und dieser hier wird so viel Geld verdienen damit, weil er ja quasi sich selber Dauerkunden schafft, wird er so viel Geld verdienen damit. Und er wird natürlich durch seine Überzeugung, dass das den Kunden unheimlich gut hilft, seine Art der Medizin, wird er natürlich die Leute mitreißen und die werden überzeugt sein. Am Ende werden sie überzeugt sein, wenn er sie in Stücke operiert hat und ihnen alle möglichen Organe rausgeschnitten hat, werden sie immer und sie als behinderte Krüppel rumlaufen und so weiter, werden sie immer noch überzeugt sein, dass sie von dem besten Arzt der Welt gerettet wurden. Ja? Und der wird Millionen verdienen und wird richtig reich. Aber Millionen Chefärzte verdienen riesige Summen und so weiter. Ja? Und der wird viele Kinder ernähren können. Hier in der nächsten Generation zwei, dann seine Tochter oder Sohn wird drei Kinder ernähren können. Hier später nach einigen Generationen explodiert es und diese Linie kann fünf Kinder ernähren und so weiter. Und seine Medizindynastie, die aus dem Irrglauben daran, dass seine Medizin die faktisch und tatsächlich Dauerkunden produziert, die natürlich dann leider bedauerlicherweise nebenbei auch frühzeitig sterben, ja, der wird auskonkurrieren mit seinen Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit. Der wird häufiger im Fernsehen sitzen und in den Gesundheitssendungen die Menschheit desinformieren und in die Irre führen sozusagen. Und der wird aussterben. Der wird vielleicht noch hier noch ein, zwei, drei Generationen ein Kind ernähren können. Aber im Prinzip kann der praktisch seine Praxisräumlichkeiten eigentlich gar nicht bezahlen, denn die Leute werden bei ihm ruckzuck gesund und im Kern gesund. Und brauchen ihn nicht mehr, empfehlen ihn zwar, aber das geht dann auch unter, weil der hat viel größeren Einzugsbereich, zu dem kommen viel mehr Menschen. Und da jeder Mensch, Mediziner hier so überzeugt ist davon, dass seine krankmachenden Techniken, dass die wirklich gut seien für die Menschen, reißt er die Patienten in dieser Begeisterung mit. Und wenn er sie in Stücke operiert hat, glauben die tatsächlich immer noch oder wenn sie nach der Chemotherapie kaum noch schnaufen können und kaum noch ihr Leben nur noch am seidenen Faden hängt, denken sie immer noch, dieser Arzt hat mich gerettet. Ich wäre schon längst tot, wenn dieser nicht so heldenhaft mich gerettet hätte. Und empfehlen diesen Arzt an jeden anderen weiter und so weiter. Und da das viel mehr sind, machen die viel mehr Propaganda und deswegen stirbt diese Linie aus. Also der wahrheitsorientierte Arzt stirbt notwendig aus, der gute Arzt stirbt aus und der schlechte muss überleben im Kapitalismus, genauso mit dem Lebensmittelhändler. Und deswegen, liebe Milliardäre, habt ihr
im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft habt ihr keine Chance. Es gibt nichts, was in der sozialen Marktwirtschaft überleben könnte, was nicht schädlich ist für uns. Ja? Also das heißt, euer Leben, eurer Kinderleben, eurer Enkel- und Urenkelleben wird zerstört durch die soziale Marktwirtschaft. Und wie sieht der erste Ausstiegsschritt aus? Ganz kurz wieder hier, wo haben wir es? Der erste Ausstiegsschritt. Der erste Schritt wäre die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, die all das total umkehrt, also nochmal die Totalumkehr. Das heißt, durch die Einführung der Wohlfühlnoten, Wahlstimme und der Berücksichtigung der Gesundheitskostendaten jedes einzelnen Menschen werden Sie als Milliardär quasi, geben wir quasi letztendlich dem Staat Rückmeldung, welche Pharmafirma uns wirklich unsere Gesundheit messbar und bewiesenermaßen gefördert hat und bessere Wohlfühlnoten in uns erzeugt hat und so weiter. Und je glücklicher ich werde und je glücklicher Sie als Milliardär werden, desto mehr gibt es an Verdienstzuschlägen seitens der Krankenkassen und ansonsten gibt es keine Verdienstzuschläge. Und dann gehen in Zukunft die ganzen Krankmacher gehen pleite und die Gesundheitsförderer überleben und breiten sich aus. Und dann kehrt sich die gesamte Evolution in der Wirtschaft, des Wirtschaftssystems völlig um und alles wird menschenfreundlich und ihre Kinder, Enkel und Urenkel werden ein kerngesundes, glückliches Leben erleben können. Ja? Deswegen also, das ist die Lösung. Ne? Das ist der Anfangsausstieg. Es gibt dann noch viel mehr weitere Lösungen, aber gehen wir nochmal zurück hier. Ja, also tödliche Medizin und tödliche Ernährung vergiften auch Ihr Leben als Milliardär, unser aller Leben. Und bitte, nur wir alle gemeinsam können dieses Menschheits- und Weltproblem lösen. Das Problem der Welt und der Erde, das natürlich auch die Umwelt zerstört und das Klima zerstört und so weiter. Nur wir alle gemeinsam, liebe Milliardäre und wir ganz normalen Bürger zusammen, nur wir können zusammen mit den zweiten Scientists for Future 2 diese Welt nochmal retten und die tödliche Medizin, die tödliche Ernährung und all diese krankmachenden Faktoren unserer Gesellschaft endlich beenden. Lasst uns gemeinsam darauf aufsteigen. Gehen Sie als Milliardär sprechen Sie mit den Orga-Teams, schicken Sie Ihre Mitarbeiter zu den Orga-Teams, Ihrem lokalen Orga-Team von Fridays for Future und teilen Sie denen mit, dass es keine einzige Chance für eine bessere Welt gibt, außer die zweiten Scientists for Future 2. Alles klar, vielen Dank, bis dann, tschüssi.